Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Schön, dass du ja dieses Video eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Und heute soll es mal um das Thema langfristiges Denken gehen und ja, die Macht, die große Macht der Kleinigkeiten. Und gerade im Network Marketing ist es ja häufig so, die Menschen wollen immer alles sofort. Ja, sie wollen schnell Geld verdienen, sie wollen sofort Geld verdienen. Und das kann man natürlich auch alles nachvollziehen und ist natürlich auch machbar, aber letzten Endes baust du das Geschäft ja auf, damit du langfristig ja ein tolles Einkommen hast, damit du langfristig ja ein Business hast, von dem du ja gut leben kannst, so dass du ja deine Ziele erreichen kannst. Und da ist es sehr, sehr häufig so, dass diese kurzfristige Denkweise, ja, ich muss jetzt schnell Geld verdienen, eigentlich mehr kaputt macht, als sie nützt. Denn wenn du schnell Geld verdienen willst und so auch auf die Leute zugehst, dann merken die das natürlich, dass es dir im Prinzip jetzt nur um schnell Geld verdienen geht. Und dann ja, machst du dir da manchmal mehr kaputt, als es dir nützt. Und Brian Tracy war es mal, der gesagt hat, alles, was du tust, zählt. Also alles, was du machst, zählt. Und alles, was du nicht machst, zählt aber auch. Ja? Und gerade diese Kleinigkeiten sind es, die ja, die dir, wenn du sie jeden Tag tust, ja einen gewaltigen Unterschied machen auf die Dauer gesehen halt. Ne? Und dementsprechend ist es viel, viel wichtiger, dass du dein Denken langfristig ausrichtest, dass du dich darauf konzentrierst, dass das, was du heute tust, hat es auch noch in 1, 2, 3, 4, 5 oder mehr Jahren einen positiven Einfluss auf das eigene Leben. Ja? Und da kann ich dir einfach ein Beispiel geben. Wenn du zum Beispiel täglich 10 Seiten liest, ja, dann sind es 30 Minuten pro Tag. Ja? So in etwa. Das sind 3,5 Stunden pro Woche. Ja? Ist mehr als einen Monat Arbeit im Jahr und 10 Arbeitsmonate in 10 Jahren. Und ja, jetzt ist ja natürlich die Frage an dich, was glaubst du, wer kommt mehr voran? Derjenige, der einmal ein Buch liest, ja, jetzt kurzfristig gesehen, ne? Oder jemand, der einfach jeden Tag 10 Seiten liest. Und der jeden Tag 10 Seiten liest, der wird halt in einem Jahr oder in 10 Jahren deutlich weiter sein, als jemand, der das eben nicht tut. Oder, um jetzt mal hier im Network Marketing zu bleiben, stell dir mal vor, es gibt ja so Menschen, die sind wirklich so kurzfristige, richtige Raketen, ja, die machen im ersten Monat, was andere im ganzen Jahr nicht machen und dann danach kommt aber nichts mehr, ja. Was glaubst du, wer hat auf Dauer mehr Freude? Derjenige, der jetzt diesen Monat einmalig 5.000 oder 10.000 Euro verdient, ja, ist egal, Betrag kannst du selber raussuchen, oder derjenige, der konsequent arbeitet und sein wiederkehrendes Einkommen von Monat zu Monat einfach steigert. Ja? Musst du einfach für dich entscheiden, zu welcher Gruppe du gehören willst. Und wenn du zum Beispiel hergehst und täglich einen Kundenkontakt machst, dann ist das ein Kontakt pro Tag. Ja? Das sind 5 bis 7 Kontakte pro Woche oder 220 bis 371 Kontakte im Jahr. Bedeutet in 10 Jahren 2.200 Kontakte bis 3.710 Kontakte. Und jetzt könnte ich etwas sarkastisch sagen, das ist mehr als die meisten Menschen, die im Network Marketing anfangen, überhaupt machen. Weil bei vielen Menschen ist es so, dass ja, das Engagement schneller beendet ist, als es begonnen hat. Ne? So, und deswegen, es geht nicht darum, dass du jetzt heute ja eine wahnsinnig tolle Leistung ablieferst. Das ist super, ja. Es geht aber darum, dass du kontinuierlich, ja, eine gewisse Mindestanzahl an Aktivitäten einfach für dich tust, um voranzukommen. Genauso ist es, wenn du abnehmen willst. Ja? Wenn du täglich einen Schokoriegel ja, verzehrst, dann sind es 100 Kalorien pro Tag, ja? Pro Woche 700, pro Jahr 36.500, in 10 Jahren 365.000 Kalorien. Und jetzt bin ich wieder bei Brian Tracy. Wenn du diesen einen Schokoriegel einfach weglässt, dann zählt der genauso, weil dann hast du in 10 Jahren 365.000 Kilokalorien weniger, ja, zu dir genommen, auf den Rippen, ja, von ungesunden Dingen. So, und das ist halt einfach der Punkt, ja, also nicht nur das, was du tust, zählt, sondern auch das, was du weglässt. Und wenn du zum Beispiel 30 Minuten täglich einfach nur Sport machst oder selbst wenn du nur spazieren gehst, ja, dann sind es 3,5 Stunden die Woche,
Ja, und in 10 Jahren ist das mehr als einen Arbeitsmonat gelaufen. Ja, und da ist natürlich die Frage, bei wem hat sich das besser auf die Gesundheit ausgewirkt? Was ich damit sagen will, die meisten Dinge, die uns wirklich etwas bringen, ja, das sind Dinge, die wir langfristig tun. Ja, und da ist es manchmal also besser, weniger zu tun, aber dafür kontinuierlich, ja, weil dann kannst du es auch leichter durchhalten. Und das ist im Prinzip so das, was ich ja, dir zu dem Thema mit auf den Weg geben wollte. Ich habe aber zu dem Thema auch noch einen Artikel erstellt, den verlinke ich dir unterhalb des Videos, ja. Und dort findest du natürlich auch noch weitere Ideen und noch weitere Beispiele zum Thema langfristiges Denken und warum es sich lohnt, das langfristige Denken dem kurzfristigen Denken vorzuziehen, ja. Auch wenn es manchmal Situationen geben kann, wo kurzfristiges Denken natürlich sicherlich seine Berechtigung hat. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du das Video an dein Netzwerk teilst. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir auch weitergeholfen hat. Ja, abonniere doch einfach den Kanal, gib mir einen Daumen hoch und ich freue mich über dein Feedback in den Kommentaren und natürlich dann auch darüber, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute, ja, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.